Oh, ey! Wir haben extra Werbung für dich gestern gemacht. So. Ja, jetzt? Und stampelt. Das geht gar nicht. Also ich war Justin. Guten Abend, Spacey. Anzeige ist raus. Hi Leo, hi Euro. Euro-Likes. Hi. Sarah. Hi Sarah. Hi Ole. Ole. Hi MK, hi Tim, hi Lars. Sehr gut. Hi Thomas. Thomas. Hi Susanne. Hi. Stanley ist groß geworden, ja, der ist gewachsen. Stanley ist gewachsen gerade. Standbild funktioniert nicht, ja, nee, wenn man anfangs redet, geht das nicht. Hi Jonas, hi Paulus. Jonas, Paul? Ja? Und Christi ist verschwunden und dafür ist Luis wieder da. Ja. Hi. Marie, Romy. Hi Romy. Hi Psychotoni. Bild ist gut, Männerrunde, ja. Aber oh. Psychotoni, nicht Team Kids, nein, nein. Team Kid, nicht Kids. Team Justin. Wo ist Stanley? Der ist heute raus, dafür ist Justin da. Und Chris ist halt auch raus, dafür bin ich wieder da. Genau. So. Fehlen noch welche? Seid alle da? Hi Dave. Dave, hi. Team Justin, sagt Leo. Leo, nein. Team Luis. Hört doch auf. Danke. Team Justin. Ui, Justin ist ja wirklich da. Hm, dann wird Daniel heute verschont. Ja. Ui. Weg ist er. Doch, weg, sie kommen. Jawohl. Perfekt, die Spenden kommen. Na dann, Emilio, was machen wir denn heute? Oh nein, Essen. Klappe die erste. Ra. Johannes, hi. Soll ich vorlesen? Irene, hi, ja. Hi, Juni. Nochmal Tränen, Maggi, Kaviar, Anchovis-Creme, Sardellenpaste, Kaviar-Creme, Creme fraiche, Buttermilch, Tomatenmark scharf, Mayo, Cocktailsoße, Ei, Zitrone, Zimt, fertig. Also ihr seht, Glück ist verschwunden vom Rad. Es gibt kein Glück mehr. Magic. Für Boxhandschuhe dreht der Justin am Rad. Für Enten der Emilio, Corgis für den Luis, Igel einfach mal nicht. Für den Spaghetti-Kuss entscheidet ihr zwei Zutaten und ihr entscheidet, wer sie essen soll. Bei der Perle 3, beim Riesenrad, mixen wir alles in ein Glas und ihr entscheidet, wer das essen darf. Ja. Leute. Patrick, hi. Ja. Wisst ihr, was das Schlimmste für Papa ist? Er freut sich gar nicht heute. Wieso? Weil anstatt Glück ist Buttermilch. Das ist mir egal, weil mir wurde heute gesagt, ich werde verschont, wenn Justin da ist. Das habe ich nämlich extra für Papa ausgesucht. Wenn Justin da ist, bin ich heute nicht so oft dran, wurde mir gesagt. Damit ist klar. Also mir war es klar. Der braucht schon Glück, genau. Ich sowieso nicht. Ja. Ich werde safe trotzdem dran genommen von Johannes. Hi Teufel. Teufel, hi. Nee, Johannes hat keine Münzen mehr. Ja, geil. Ist das? Ja. Jawohl. Ja. Nein. Doch. Oh. Jawohl. Das klingt gerade voll cool. Guten Abend, guten Abend. Guten hi, Abend, hi, hi. Guten Abend. Daniel, nein. Wieso Daniel? Nein, Justin ist da. Bitte. Johannes, Justin ist da. Nein, er denkt, das ist Stanley in groß. Das ist Justin. Justin ist da. Nee, Stanley. Erzähl. Ich dachte, er hat keine Münzen. Ja, hat er gesagt, er hat keine Münzen mehr, hat er gestern gesagt. Simulanten. Ja. Hi, MR Tobi. Er hat bestimmt gesagt, stell dir vor, ich habe keine Münzen mehr. Und Corgis brauchen wir ja, Lars. Und jetzt so Zeptan. Dann hau mal Corgis raus für den Luis. Nee. Luis redet noch zu viel. Ja, man hört euch nicht. Echt, müssen wir lauter reden. Hallo, also ich kann lauter reden. Wieso hört man uns nicht? Ich weiß nicht. Man hört euch nicht. Hallo. Guck, guck. Tschüss. Könnt ihr mich hören? Hallo. Ich glaube, jetzt haben sie uns gehört. Du hast dein Handy ganz laut und hörst uns nicht. Naja, sowas. Für eine Reise mit dir, nimm Justin für Jellybeans. Ja, das musst du Justin fragen. Bitte was? Ich reise mit dir für Jellybeans. Er ist schon sprachlos. Ich weiß gar nicht, was reise mit dir. Oh, das ist ganz gut. Das ist ganz schön, Alter. Was sind Jellybeans? Habt ihr Dinger hier? Ja. Ja, komm. Ja, mach der. Ich hol schon mal. Mach der. Fünf noch. Jellybeans als Zutat, Spacey, gibt's nur bei diesen anderen Geschenken. Ich reise mit dir und sowas. Ja,
Dann könnt ihr Jellybeans nochmal, also spezielle Angebote. Wo sind die Unterschiede? Ich hoffe nicht mehr da. Doch, doch, ich habe sie gesehen. Die ist bestimmt hier hinten auf der Hundebox. Habe ich nicht gesehen, deswegen. Ja, du wolltest sie doch nicht sehen, gib's doch zu. Wie sieht das Reisemeteor aus? Das ist so ein Trabi. Oh, das ist ein Trabi. Mit Gepäck oben drauf. Der kommt an die Straße nachgefahren. Jawohl. Zeig das mal. Wie? Wie soll ich dir das zeigen? Überraschung. Da? Die Box ist da. Wirst du ja gleich sehen. Also Leute, Boxhandschuhe für Justin, Enten für Emilio, Corgis für Luis, Igel einfach mal nicht. Doch. Für einen Spaghetti-Kuss entscheidet ihr zwei Zutaten, wer sie essen soll. Bei einer Perle sind es drei. Schütteln wir das davon nochmal? Nein. Nein. Damit die Ekel. Und bei einem Riesenrad. Bei einem Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad auf einmal austrinkt. Er mag kein Mayo, keine Buttermilch. Er mag Jellybeans aber auch nicht. Magst du Ei? Johannes. Tim, jawohl. Was macht Hallöchen, Ei? Jenny. Was Ei? Hola. Ja. Justin, ein Angebot. Von wem? Von Leo, sagt er, aber er hat kein Angebot. Ich muss erstmal schreiben, was? Ach so. Moin, du verrückter Simon. Moin. Moin, so, der Tim hat einen Spaghetti-Kuss geschickt. Spacey! Oh Gott! Was ist das denn? Das ist eine Perle, das sind drei Zutaten. Oh, Spacey, du bist mein Buttermilch Freund. Mit Ei. Buttermilch und Ei für Luis. Du kannst schon mal mischen. Ach, hat er schon geschickt? Jetzt ja, ja klar. Was ist das? Spaghetti-Kuss. So, John, danke. Nicht. Johannes! Fünf Jellybeans, das ist Reise mit dir. Fünf Jellybeans für Justin. Ja, toll, ich habe auf den Boden geguckt, ich wollte das so sehen. Oh. Ja, dann musst du halt nochmal machen. Kommt ein Auto und fährt dann hier vorbei. So, Spacey, Hot Maggi plus zwei Zutaten, die Luis und Emilio aussuchen. Für Justin. Hört ihr zu? Zwei Zutaten, die wir Hot aussuchen. Hot Maggi und zwei Zutaten, die ihr für Justin noch aussucht. Welche suchst du aus? Oh, ich aussuchen? Justin, nee, die beiden für dich aussuchen. Nur so einen. Habt ihr einen Eimer hier, Vorsichtshalber? Nee, ne? Habt ihr vorsichtshalber einen Eimer hier? Das ist gut. Ich hab Justin gesagt, uns was wir nehmen. Daniel, Lust auf Buttermilch? Johannes, nein. Ja, die nehmen wir. Jetzt rauskommen. Hast du schon? Da ist noch nicht rausgekommen. Nee, ich hab Lache hin. Achso, das kommen wir. Ja, es kommt keiner raus. Jetzt sind aber viel zu viele noch. Ich starte das 5. Ja, das zieh hier einmal, ne? Für den Zug nach 2023, Eierbecher Maggi. Das sieht schon eklig aus. Leo, ja. Ich sag einfach mal ja. Das ist kacke. Ja, schön. Das ist kacke. Also ich hab Kaugummi im Mund, mach mal. Ich brauch mal kurz noch einmal. Mach mal den Müll ab. Scharfen Maggi haben wir da. Wir haben den normalen Maggi und einmal Hot. Ach, ich? Ich dachte, er braucht das. Nee, du. Falls du es brauchst, weißt du. Leute, wir vergessen, was wir anrühren müssen. Ich hab meins angerührt. Muss ich die alle mit einmal essen? Das kannst du selber entscheiden, wie du willst. Aber du hast schon wieder was Neues, ne? Hot, scharfen Maggi plus zwei Zutaten, die beide für dich aussuchen. Du musst eine aussuchen, ich suche eine aus. Nimm Ei und ich nehme Cola. Ich mach schon mal Hot Maggi kurz rein. Ja. Ich mach kein Ei. Ich mach kein Ei. Nein. Justin macht Mimimi. Mimi war leiber. Ja, Maggi für Justin. Ja, Hot Maggi was, ne? Ja, ja, Hot ist. Ja. Hot ist. Jawohl. Schütteln. Jetzt mach ich dich gut. Mach doch mit Senf. Nee, nicht so, nicht so. Aber doch nicht Ei. So. Hoch und runter. Luis, du musst trinken. Ja, Leute. Extra viel. Was denn? Wie kriegt der da so einen Hunger? Ich nehme dazu. Das ist nee. Lecker. Oh. Lecker. Emilio sucht sich aber Zitrone noch aus mit Hot Maggi. Ah ja, stimmt. Nee, hör mal auf. Und du machst die letzte. Und der Luis darf noch eine Zutat, hast du schon Jellybeans? Nee, Maggi, ich brauch Zitrone. Achso, hat er Zitrone. So, Zitrone und Maggi. Das sind und deine Reaktionen, ja. Oh, yes. Das war noch mal alles. Luis, dein Bruder hätte das schon weggehauen. Also braun ist scheiße, kacke gewesen. Kann, ja, ich denke. Dani, komm mal nach vorne, nein. Oder das stinkt. Ich muss dir Justin noch mal zeigen. Ich hau die einfach alle rein, oder? Kevin, hi. Ja, mach mal. Bin vorne. Du hast auf jeden Fall keinen Schaden, ne? Gute Kombi, Emilio und Luis. Habt ihr gut gemacht, sagt Spacey. Dankeschön, Johannes.
Oh, ey, Fabio, drei. Fabio. Er braucht nochmal vier. Er hat vier ausgespuckt. Gott, da kriegst du keinen Dinosaurier. Wir haben nur Dinosaurier-Eggs. Minion, fahr mal hin. Mach mal kurz einfach. Was ist das? Jetzt geht denn hier ab. Schmeckt wohl nicht, oder? Warte, Mini holt kurz die Jellybeans noch raus, die Justin gerade ausgespuckt hat. Vier! Ja. Das waren ja vier. Vier Stück! Alter! Oh, das hier ist der oh, yeah. Was ist das? Sahne, Maggi und Hot Maggi meine ich. Und Zitronensaft. Oh, Mini, du sollst mal nach vorne. Ja, ich komme. Justin, du hättest auch Kacke nehmen können. Ich hab dir extra die Dinosaurier-Eier gegeben. Ich dachte, das ist. Ich dachte, das ist. Gib mal schon das. Milo? Juhu! Hä, wie soll ich das denn trinken? Er kann den Löffel, deswegen habe ich den Löffel drin. Dankeschön, Johannes, auch wenn Milo das gar nicht sagt, also, irgendwie, weil er zu aufgeregt ist. Das keine Ahnung. Noch schlimmer. Nee, nimm das mal kurz, ich muss erst mal das essen. Und dann sagt ihr, ich mache Mimimi. Ich. Ja, er sagt, gib mir mal kurz das. Ich mache Mimimi. Was ist das hier? Luisa, du jetzt nach vorne, bitte. Ey! Ich weiß nicht. Wie viel hast du denn hier? Ein erst. Ja, das andere liegt hier. Also der andere ist alles. Brötchen für Luisa, jawohl. Ach komm, ich hau die jetzt alle wieder weg. Ja, komm, rein, zwei, eins. Jawohl, schmeckt anscheinend, Justin, sagt Spacey. Ich glaube ja. Lass den Mund zu, lass ihn. Ui! 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 Ja, sehr gut. Danke, Johannes, für die Krone. Luis sagt's auch nicht. Das danke. Wird mal frei, oder? Die sind so verblüfft von Justin. Dani macht Mimi und Justin macht Mimi, 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 Mimi. Jawohl. Da kam was raus. Neben ganzen Hinterschlucken ist nicht erlaubt. Das ist Zucker. Jetzt das Beste für den Letzten. Ich glaube, du sollst mal vor, Justin. Der ist gerade beschäftigt. Hier. Da kann er nicht mal hin, oder? Johannes will aber, dass du vorgehst kurz. Johannes, ich hab die Jelly Beans für dich gegessen. Ja, der will dir was schenken, wenn du vorgehst. Der geht nicht vor. Ich weiß ja nicht, ob das also, wenn ihr, Lisa, danke fürs Folgen. Wenn ihr Justin weiter leiden sehen wollt, Boxhandschuhe für Justin, so. Enten für Emilio, Corgis für Luis, Igel einfach mal nicht. Stimmt. Justin, schneller, sonst kommt noch eine Perle. Okay, komm mal. Reicht doch. Beim Spaghetti-Kuss zwei Zutaten, ihr entscheidet welche, ihr entscheidet wer sie essen soll. Bei einer Perle sind es drei Zutaten. Leute, ein Riesenrad wäre heute mal richtig interessant für Justin, weil dann dürfte er das ganze Rad aus einem Glas zusammengerührt mal kurz und trinken. Und es ist Mayo und Buttermilch neu dazu. Justin, komm mal nach vorne. 3, 2, 1, mach Spacey, sonst bist du nicht, wenn du nicht fertig bist, ne? Komm mal nach vorne. Ja, ja. Johannes, fertig. Johannes will nicht vorne sehen. Oh, Spacey hat seine Drohung wahrgemacht, noch eine Perle. Junge, was? Und Johannes sagt, du sollst vorgehen, sonst kriegst du noch mehr. Das ist so geil. Aber vergiss nicht, du sollst wohl gestellt. Hm? Du sollst nach vorne. Ich dachte, du hättest. Drei. Johannes erst vorne jetzt. Das war dein Geschenk. Oh je. Wir können ja jetzt sechs Zutaten machen. So, Spacey, du darfst jetzt aussuchen, wer und was. Johannes darf aussuchen, wer und was. Jawohl. Genau, die Chrissy macht heute mal Pause. So, Daniel, Emilio und Luis, Zutaten trinken? Aussuchen für Justin. Dürfen wir was trinken? Ja. Oh, ja so schlimm wie es geht, wir drei dürfen jeweils die Zutat auswählen. Ich nehme, boah, wir wissen schon was. Ich nehme Cola. Also ich nehme Mayo. Oh yeah. Nimm Sahne, dann, dann nehmen wir Sahne. Oh ja, Cola, Sahne. Und Mayo. Oh. Warte, mach erst das. Ja, und weiter. Johannes darf auch nochmal aussuchen. Diese Schränke an der Wand sind schon in der neuen Wohnung. Der läuft die falsche. Ja, muss einfach neu aufmachen. Oder? Wir sind mitten im Umzug. Auch wenn ich nicht umschütten darf. Jenny kaputt vom Kran. Achso, Chrissy. Ja. Chrissy ist kaputt. Johannes, du darfst aussuchen. Tim, danke fürs Folgen. Komm, den kaum schon Jellybean-Geschmack im Mund.
Justin, Cheyenne Pfeffer, Hot Maggi und Daniel einmal Buttermilch. Warum? Cheyenne Pfeffer und Hot Maggi. Was das? Ist das das, was ich letztens schon hatte mit dem Chip? Nee, Cheyenne Pfeffer und Hot Maggi. Aber war das das, was ich schon mit dem Chip essen musste? Ja, ne? Oh nee! Ja. Das war jetzt schon scharf. Und ich muss Buttermilch trinken. Oh. Kannst du mal Cheyenne Pfeffer? Ach komm. Ihr seid zu langsam mit Rühren. Wir machen hier schon zwei Zutaten, aber wir haben Cheyenne Pfeffer vergessen. Ah, das war unbedingt alles neu. Ja, das ist ein einzelner Becher für dich. Warte, ich mach gleich weiter. Ja, jetzt hast du noch Steinpfeffer mit Tottenmagie. Buttermilch ist lecker, nee, ist es nicht. Ja, das ist Buttermilch ist nicht scharf, lecker. Ach so, jetzt schon, warte doch. Das wird scharf. Nee, träum mal nicht. Mach mir mal Buttermilch und dann Steinpfeffer mit Tottenmagie für Justin. Aber Steinpfeffer hat er schon. Achso, einmal Buttermilch für mich, ja. Und dann noch Cola und Dings für Justin. Justin hat jetzt danach noch Sahne, Mayo und Cola. Darf ich das selber rühren? Das kannst du gerne umrühren. Okay, danke. Ja, umrühren kannst du selber. Hier, wir bleiben in Freiberg. Buttermilch? Hat er nicht viel das reingemacht? Wenig. Nimm doch gleich ein großes Glas. Das kann ich nicht. Okay, hol ich. Was ist das? Justin liebt das Essen hier, das Buttermilch. Willst du das hier haben? Nee, danke. Ich habe hier irgendwie... Nein. Das ist schon. Sahne, Mayo und Cola. Björn, hi. Schokomilch. Ciao. Kachau. Das sieht echt aus wie Kakao. Das ist ja so wie so ein Schokomilch. Aber das ist eklig, Justin. Ja. Cola und Sahne ist eklig. Deswegen schäumt es aus. Auf uns ist Verlass, gute Kombi, sagt Spacey. Ja. Gut. Buttermilch ist einfach nur eklig. Ich wollte mich halt kotzen sehen, oder? Warte mal. Johannes, du hast mir gesagt, wenn er dabei ist, quälst du nur noch ihn. Er hat Boxhandschuhe, keine Igel. Ich muss einmal am Rad gehen. Justin, aber den brauchst du gleich. Hat du mich angelogen? Ich sehe das jetzt schon. Vor allem diese Mayo. Was hat Papa ausgesucht? Kaviarcreme, Alter. Ja, und jetzt kannst du runter. Ah, den Löffel brauchst du zum Löffeln. Creme? Sahne. Ich kann das doch trinken. Okay. Los, Justin, schneller, sonst kommt noch eine Perle. Okay, schnell, trinken. Chill doch. Chill doch. Das ist aber auch eklig, ey. Alter, dieser Maggi-Geschmack, dieser Dings-Geschmack hier, das Rohmeiß da. Ja, ach, hast du schon Mayo? Ja. Deine letzte Münze wollte ein Igel werden, Johannes, ist klar. Na, Justin, ist das lecker, fragen hier? Nee. Also ja, er will es nochmal haben. Wir haben danach noch das eine so richtig gute Kombi. Trink's lieber nicht, Justin. Hast du keinen Eimer? Trink. Ich warte kurz. Trink dir schlimm. Luis, ein Angebot von Verena. Ich höre. Ich sag schon mal ja. Ich entscheide. Das ist voll eklig. Ich überlebe dieser Maggi. Nein, hab ich nicht. Ich hab keine Lust auf Jelly Beans. Überlebst du? Warum nicht? Nein. Justin hat Lust auf Jelly Beans. Bitte was? Justin, selbst Daniel trinkt schneller. Genau. Oha! Ja, er ist öfter dabei, er hat das schon gewohnt. Ich besonders. Das stimmt. Ja, Leo, da hast du recht, aber manche Leute wissen das nicht. Hi, Mr. Z. Oh, sorry. Wie kann man so trinken? Es gibt bestimmt jemand, der das so trinkt. Nein. Ja, du. Du Maggi mit Cola mit Sahne. Das bist du, Justin. Und Boxhandschuhe für Justin. Nee. Corgis für Luis, Enten für Emilio. Igel einfach mal nicht. Doch. Für den Spaghettikus zwei Zutaten, die ihr entscheidet und ihr entscheidet, wer sie ist. Bei einer Perle drei Zutaten. Lass es dir schmecken. Bei einem Riesenrad. Das ganze Rad in ein Glas gemischt und ihr entscheidet, wer es essen darf. Das ist wirklich eklig. Justin, der Eimer ist gleich voll, sagt Paul. Der ist mega rot. Ich wäre dafür, dass Justin drei Eier ungerührt trinkt. Oh ja, das habe ich auch, das habe ich geäxt, oder? Manu, danke fürs Folgen. Das krieg ich aber nie runter. Wo ist Welpe Nummer 2? Ich krieg das nie runter. Du meinst den Sandy, der ist raus heute. Und Spacey, Spacey dauert das zu lange, er schickt dir noch eine Perle. Spacey, lass uns wieder aussuchen. Aber uns Kinder, Papa macht immer blöde Sachen. Für einen Sportwagen, 5 Jellybeans mit Ei und Öl. Dir sage ich nicht wieder Hallo, Spacey. Mit Ei und Öl? Ich sage ja, Verena. Mit Ei und Öl? Ich sage ja. Ja, ich das sind drei Zutaten. Aber nicht gemischt, bitte. Ist in Ordnung, Verena.
Bitte so eins in so das und das. Nein, gemischt. Dieses Glas stinkt schon, riecht mal. Nee, ich will nicht. Nee. Nein, danke. Nein, danke. Ungerührtes Ei plus zwei Zutaten, die Luis und Emilio aussuchen für Justin. Ungerührtes Ei. Ungerührtes Ei. Du musst da voll nicht verschwenden. Du musst den Mund weiter aufmachen und dann geht's runter. Ich krieg das nicht hin. Ich krieg meinen Mund dann nicht so weit auf. Spacey sucht eine andere Dings aus. Er hat ärgert den Justin nicht zu sehr, sonst zieht er wieder um. Nein. Nee, weil das Ei ist echt schlimm, ich krieg das gar nicht hinter. Dürfen wir es rühren, Spacey? Sonst kriegt er das nicht hinter. Ich krieg das sowieso nie hinter. Das Ei, gerührt. Ja, ich krieg das allgemein nicht mehr hinter. Oh je. Ja, aber mit Cola und Sahne schmeckt das doch. Das schmeckt doch gut dann. Bitte mit Sahne. Nee! Spacey entscheidet schon bitte für eine andere Dings, aber bitte hier heute Abend ist Quilting Justin, ja. Das war sinnlos, ich krieg das nicht hinter. Schafft er schon, sagt Spacey. Ich hab's dir angeboten. Ich hätte auch einen Jellypink dafür noch gegessen. Justin packt später seine Sachen. Glaube ich. Oh nee, glaube ich nicht. Ja, aber wir müssen rühren, wenn wir was reinmachen. Oh, nee, wir können es doch so lassen. Das stimmt ja. Wie so ein schönes Sahnetörtchen. Warte, Luis, ich will die Cola machen. Mach mehr. Bitte, Luis, ich will machen. Ey. Mussten alle durch, Justin, auch du, sagt Spacey. Ich bin froh, dass Justin heute dabei ist. Muss ich echt sagen. Oh, Justin, freust du dich jetzt? Hier mit so einem schönen Sahnehäubchen oben drauf. Justin, nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Achso, er hat ja noch das andere. Ja, hier, Leute. Sahne, Ei und Cola. Papa sieht doch lecker aus, oder? Ich sage immer was zu Kommentaren live. Na, rührt das Ei doch. Und ein Spaghetti-Guss, Johannes. Rührt das. Eigentlich versuche ich jedes alles mitzulesen. Entschuldige, wenn ich was überlege. Dann kriege ich das nicht hinter. Ja, dann. Hey, Justin, wo ist dein Benehmen hier mit deinem Rübchen? Wird hier gefragt. Der hört gar nicht mehr zu. Der ist so beschäftigt mit seinem Glas, dass er gar nicht mehr zuhört. Und ein Spaghetti-Kuss kam noch. Ich krieg das nicht mehr hinter. Das geht nicht. Da will ich. Nicht. Oh, woher? Hi, Jasmin. Um den Kopf, in den Kopf. Und dann, wenn du in den Kopf sagst. Nee, Jenny, das können wir nie machen. Dann dreht er durch. Einfach rein da. So geht's auch. Das ist drin. Du schaffst das! Runter! Oh, schaffst das! Oh, Scheiße! Er hat's geschafft! Oh, ist das ekelhaft! Kinder kriegen keine Magenschmerzen, Sandy, wir wissen schon, was wir tun. Cheyenne-Pfeffer für Justin und Luis. Was wird hier gespielt? Wir essen ein bisschen durcheinander. Cheyenne-Pfeffer für Justin und Luis. Ja, aber Justin schafft das heute. Justin macht sowieso mehr Mimi als ich, sag ich doch. Ich bin gar nicht so schlimm. Behalt das. Nee, Mann. Lieber nicht. Nee, dann wären wir schon bei 500 Zutaten, jawohl. Was ist das jetzt hier alles? Was ist das? Das ist Ei mit Sahne und Cola. Also man nehme ein Ei, ein bisschen Sahne und füge einen Schluck Cola hinzu. Ein Schluck? Oder einen großen Schluck. Ich glaube, wir brauchen eine Cola. Die kriegt er jetzt mit Ei und Sahne. Hier ist mein Cheyenne-Pfeffer. Der Kilo... Justin, steht der Löffel im Glas? Nee, der steht nicht, der bewegt sich. Guck mal. Halt. Und Justin muss noch einen Löffel Cheyenne-Pfeffer nehmen. Plus das Glas hier. Er hat auch gerade. Mach mal Knoblauchpulver. Oh, nee. Kann das Space nicht, wenn ich das eigentlich wirklich nicht hinterbekomme, soll den anderen Dings entscheiden? Ich glaube nicht. Ey, wenn ihr noch was für Justin schickt, dann nehmt kein Ei. Nehmt. Weil wenn ich das Indie wegbekomme, dann bringt das ja nichts. Spacey sagt, da musste jeder durch. Du auch, Justin. Ja. Nehmt Knoblauchsoße für ihn. Nee, das gibt's nicht. Dann mach ich wieder mit. Yeah. Oh, Gemischt mit ich will das gar nicht so. Sehen. Schmeckt doch. Darf ich das weiß? Ich spüre das nochmal durch. Na doch, Jenny, heute könnt ihr mich mal vergessen. Er ist ja nicht immer dabei. Sandra, hi. Justin, wenn du einmal Cola mal mit Sahne so trinken musst. Justin, Anni glaubt an dich, sagt Leo. Anim, danke für die Truhe. Macht Anim mal das Plus weg. Bedankt euch bei Anime. Dankeschön. Ich krieg eigentlich noch mehr Cola oder ist das so verboten? Nee, du musst das jetzt so trinken und dann auch noch einen Löffel Cheyenne-Pfeffer. Jetzt kommt Alter, hau mit dem mit rein, jo. Okay. Hau mit dem mit rein. Hier ein neuer Löffel. Ja, hau rein, jo. Was sagt er? Warte mal, Spacey sagt, wenn du das nicht runterkriegst, dann machen wir Jellybeans als neue Zutat. Als Habt ihr Pfeffer? Ja, haben wir. Oh Gott. Weißt du? Er will immer mehr.
Ja, gut. Oh, das wird aber ein scharfes Ei. Ja, dann lieber ein scharfes Ei. Er wollte noch viel mehr haben. Ich hätte ihn noch mehr gemacht. Ja, Pfeffer haben wir, Rosel. Also, Corgis für Luis, Enten für Emilio, da musst du heute noch gar nichts essen. Boxhandschuhe für Justin. Hau weg das Zeug. Und Johannes Spaghetticus. Für wen das wohl ist. Johannes, bitte aussuchen bei Luis und bei mir. Für ihn. Beim Spaghetticus sucht ihr zwei Zutaten aus. Ihr entscheidet, wer sie essen muss. Bei einer Perle sind es drei. Interessant wird es beim Riesenrad. Das ganze Rad in ein Glas gemixt. Und ihr entscheidet, wer es essen soll. Er hofft, dass der Cheyenne-Pfeffer den Geschmack übertönt. Aber ich glaube nicht. Ei ist Ei. Nein, Johannes! Deine Cheyenne-Pfeffer und Pfeffer. Ah, nee! Wo ist denn Pfeffer? Habt ihr doch schon geholt, denke ich. Nein, ich hab's nicht gefunden. Das ist kein Pfeffer. Nein, das ist in dem Glas. Luis, geh nochmal zur Seite. Wenn ich dann nur Jellybean muss ein Jellybean essen. Da musst du die Zutaten, machen wir dieselben Zutaten, nur ohne Ei mit Jellybean. Mit Jellybeans. Können wir das denn mit dem Jellybean machen? Ich krieg das so nie runter. Da will nie, dass ich das nehme. Der Körper. Probier doch erstmal. Ich glaube, Jellybeans wird schlimmer mit Sahne und Cola. Ja, warum ist dann das 1? Ja, aber das ist nicht 1. Nee. Das glaube ich nicht, dass Spacey mit 1 dann zufrieden ist. Ich denke, Spacey wird sagen 4 oder 5. Ich mag Spacey nicht mehr, sagt er. Oh, ey, das würde ich mir nicht gebieten lassen. Nee. Das hat der Stanley schon mal bei Dani gesagt und dann hat er richtig zu tun gehabt. Jetzt Danny ist mein Freund, Danny ist Team Justin. Na und? Stanley hat das sowas auch schon gesagt und hat da richtig Ärger bekommen. Ich würde das nicht nochmal sagen. Alles Spacey, da gehört eine Perle verdient, echt. Hast du es gehört? Spacey, hast du es gehört? Nein, das geht nicht. Nicht? Nee. Spacey, wie viele Jellybeans für das Ei? Also keine 10, ne? Oh, ich muss was trinken. Das ist voll scharf. Mach ich hier mit? Warum mach ich hier mit? Lara sagt, Justin, Alter, moin. Bitte das Tuch nochmal. Und du noch? Soll ich dir leicht die Rolle geben? So, Spacey, sag mal kurz, wie viele Jellybeans für das Ei? Aber 10 stelle ich mich quer. Ja, das darf er. Ich denke, so 5 mit Cola und Sahne wären angemessen, oder? Muss ich das dann zusammen trinken, also mit denen da drinne? Ja. Minimum 7, sagt er, weil du es nicht aushältst, alle anderen ja. 7 wow. Jellybeans. Okay. Mit 5 mache ich mit. Thomas, danke fürs Folgen. Er hat gesagt 7. Macht ihr das öfter, jeden Abend eigentlich? Entweder machen wir Sport oder wir essen. So, wo ist denn das? Wir wechseln uns ab. Oder wir haben ab und zu morgen Pool. Kannst du mal schnell Pullern gehen? Ja, kannst du schnell, bis es angerührt ist. Kommt gleich wieder. Anke, guten Abend. Ups, hier. Justin freut sich auch noch auf Sürström. Ich glaube auch. Also wenn er da schon so wirkt, Johannes, will ich ihn bei Sürström nicht sehen. Ich glaube, das wird krass. 5, 6, 7. Daniel, komm mal nach vorne. Spacey, ich hoffe, ich kann dir jetzt trauen. Ich versuche dir mal zu vertrauen. Sahne, Cola und 7 Jellybeans. Alter, das ist ja... Nein! Hört man das? Spacey! Vielleicht verarscht er dich nur nicht. Melody, heim. Bitte, Justin! Nimm 3 Zutaten! Justin. Also ich hätte lieber das Ei genommen, anstatt diese 5 Jellybeans. 7 Jellybeans, 7. Bitte für Justin und wir dürfen aussuchen. Cola für jeden, außer Justin. Jawoll! Oh, ja! Jawoll! Jeder darf eine Cola trinken. Brauchen wir Gläser? Macht mal voll. Ich muss schon mal Gläser. Erstes. Jawohl, Spacey. Dann habe ich Vertrauen, ja doch. Er hat dir gesagt, Alter. Ja, das machst du ein bisschen zwölf. Das ist schon. Spacey hat nochmal eine Perle geschickt. Jeder darf Cola trinken, außer Justin. Das ist jetzt. Scheißegal. Hier ist deine Jellybeans-Mischung. Oh, ich glaube, du guckst gar nicht mehr. Du lachst gar nicht mehr. Ich glaube, das ist schlimmer als das. Ich glaube nicht. Meine Cola. Das sind 7 Jellybeans für dich, ne? Das ist dreckig. Was? Weil wir das spielen gerade. Jungs, Countdown, sagt Johannes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Caro, danke schön. Spacey, das war sehr lecker. Emilio, ich nehme das von Papa. Danke. Hey, darf ich die Sahne oben weglöffeln oder machst du das mit ähnlich? Nee, du kannst doch löffeln. Du kannst doch löffeln. Nimm dir mal einen großen Löffel und gut. Johannes, danke für die Schatztruhe.
Oder für die Truhe. Macht Johannes das Plus weg. Bedankt euch bei ihm. Vielen, vielen Dank. Oder Luis, darf ich vorlesen? Jawohl. Justin oder? Löffelt. I. Papa, hast du es auch auf Ex gemacht? Ja, hab ich. Oh, aber ich guck gerade, wie Justin das löffelt. Das sieht nicht lecker aus. Oh, da sind sogar Jelly Beans dabei. Das sieht nicht das lecker aus. Das ist eingemischt. Ja, ja, natürlich. Ja, doch. Sieben Jelly Beans sind drin. Ich hab doch gesagt fünf. Aber Spacey sagte sieben. Ja, weil du der Einzige bist, der kein rohes Ei kann. So, Leute. Corgis für Luis. Enten für Emilio. Boxhandschuhe für Justin. Igel für mich. Bei einem Spaghetti-Kuss. Was? Morgen ist Luis an der Reihe, stell dich drauf ein. Beim Spaghetti-Kuss sucht ihr zwei Zutaten aus, ihr entscheidet, wer sie essen muss. Bei einer Perle drei Zutaten, bei einem Riesenrad das Ganze, was auf dem Rad steht, in ein Glas gemischt und ihr entscheidet, wer das essen soll. Was passiert beim Sportwagen? Frage für einen Freund. Luis, was passiert denn beim Sportwagen? Du hast mich vorhin ja gesagt, bei Verena. Hm? Was waren beim Sportwagen? Fünf Jellybeans und was noch? Öl und? Öl, drei Traume, Öl und? Dann dabei. Schön, vergessen. Ich hab das einfach rausgeholt. Warte, Öl und? Nein. Ich hab getreten. Ah, keine Ahnung. Justin, Spacey sagt, um 18.30 Uhr sollte das Glas leer sein, ansonsten kommt da noch was. Zwei Minuten mal getreten, da kann man zwei Traume. Und Ei. Und Ei war das. Ach, Öl, Ei und fünf Jelly Beans. Aber nicht gemischt, Leute. Genau. Ja, doch, gemischt. Na, das darf der entscheiden lassen. Nein, gemischt. Ihr könnt aber auch für jemand anderen aussuchen. Oh, Justin, das wird knapp bis halb. Noch zwei Minuten. Ich genieße das. Ich genieße das so, ja, das kann man doch gar nicht genießen. Du musst genießen, kannst du doch auch nicht kriegen. White Tiger, hi. Hi. Ja. Eine Minute hast du noch. Also ich gönne dir noch einen. Also wenn ihr euch fragt, was Justin da Leckeres isst, was er so genießt, ist es nämlich was? Sieben Jellybeans und was noch? Cola. Und? Sahne. Isa, danke fürs Folgen. Vielen Dank. Also bei einem Sportwagen dürft ihr aussuchen, wer... Fünf Jelly Beans, ein Ei und Öl in einem Glas. Aber ich, das riecht wird mir noch schlechter. Das, den Eimer? Ja, das riecht voll nach diesem Essen, von diesen Jelly Beans. Wo der ist neu? Ja, weil ich kann das nicht trinken, weil sonst rieche ich das von den anderen Jelly Beans. Ich mache euch kurz eine Kiste rein. Sportwagen war aber nur für Luis. Ihr könnt aber auch für jemand anderen aussuchen. Nein, das trinken wir essen, wir müssen wir die Cola essen. Außerdem, Justin, ich suche die Zutaten ja nicht mal aus. Klar. Das sind ja wir. Nee, warum? Wer ist jetzt das Ei ausgesucht? Nein, das waren wir. Nein, ihr habt doch Cola und Sahne gesagt. Ja. Ei hatte, Justin, nee, Spacey hatte Ei gesagt und ihr nutzt zwei Zutaten dazu mischt. Aber die Zutaten geht ja mal noch. Es ist, oh, es ist 18.30 Uhr. Jetzt kommt noch was. Ich hab noch den Eimer. Macht einfach so. Gerne. Look. Ihr kotzt dann hier auf den Boden? Nein. Das hat Luis aber auch schon mal geschafft. Ja. Auf dem Boden mal kurz. Der erste und der einzige eigentlich. Jelly Beans und danach direkt Sport. Mach mal jemand nach hier. Ja, kannst du mal probieren nochmal hier. Corgis für Luis. Oh, Sportwagen. Johannes! Der kann es. Ich denke, die Münzen sind alle. Dachte ich auch. Johannes, der Luis macht sich gerade hier seinen Becher fertig. Weil Papa ein... Justin für Fortnite, sagt Melody, komm. Weil ein lieber Herr Papa gesagt hat, Johannes hat keine Münzen mehr. Und jetzt? Luis, viel Spaß, wird dir gesagt. Luis, ein ungerührtes Ei. Hä? Ja, ein Ei gehört ja dazu. Fünf Jellybeans, Ei und Öl, aber das Ei wird ungerührt. Ungerührt? Wenn der einmal da ist, maximal eine Minute noch, Justin? Einmal ist da, eine Minute noch. So, dann bereite ich das mal vor. Ei! Nee, ich hab ihn gerade im Glas. Aber ungerührt, ne? Ja, das kann man doch gar nicht mischen. Doch, das geht schon. Was machst du denn jetzt? Ich Ei, Öl, 5 Jelly Beans. Okay. Ich glaub's nicht mehr, Dave. Nein, hast recht. Jelly Beans. Schau rein. Nase zu und trinken. Eieiei. Ich glaube, Justin hat echt zu kämpfen gerade mit dem Magen. Was macht ihr da? Wir essen durch die Bank weg, querbeet. Für einen Boxhandschuh dreht der Justin am Rad.
eine Ente für Emilio, Box, nee Quatsch, Corgis für Luis, Igel für mich. Dann drehen wir am Rad und dann entscheidet das Rad, was wir essen sollen. Bei einem Spaghetti-Kuss zwei Zutaten. Johannes, noch ein Sportwagen. Alter! Das mache ich aber hintereinander. Beim Spaghetti-Kuss entscheidet ihr zwei Zutaten und wer sie essen soll, bei einer Perle drei Zutaten essen soll. Er übertönt mich. Bei einem Riesenrad dürft ihr entscheiden, wer das ganze Rad in ein Glas zusammengemixt bekommt und trinken muss. Kann ich das bitte rühren? Ich krieg das so nicht hinter mit Jelly Beans. Hier rührt ihr. Jenny, was muss er klar und deutlich sagen? Ich darf Luis Gesellschaft leisten. Nein! Hä, echt jetzt? Oh. Ah. Wer hat das gesagt? Justin. Kommt nicht nach. Ja. Johannes. Auch yeah. Ja, wenn ich Gesellschaft leisten soll, dann. Ich brauche aber einen extra Eimer, ich brauche einen Eimer. Ja, halt mal kurz. Ich hab den mir jetzt festgelegt. Ich muss schon meinen Namen draufschreiben. Das ist dein Name, ja, genau. So, eine Brise. Doch, Jenny, geht schon. Oder? Ich mach so gut wie der Luis, Papa. Das ist nicht beschwer. Oh je. So geht's mir auch gleich. So. Jetzt Münze. Also Eiöl und fünf ekelhafte oder scharfe oder was auch immer da drin ist. Das können nur eklige, extrem eklige oder scharfe sein. Was anderes ist da nicht drin. Ich habe mir auch einen Eimer geholt, weil ich weiß, dass ich jetzt schon kotzen werde. Hier, du lässt rein. Und du hast ich will die gar nicht sehen, mach rein. Ja, einfach, warte mal, ich mach schon. So. Oder mach bei Luis nochmal rein. Eins, zwei, drei. Jenny. Wir schaffen das. Ja. Jetzt lag der auf dem Boden. Jetzt krieg ich einen auf dem Boden, oder was? Ja. Oh, nee, die musst du finden. Den isst du gerade der Esche oder auf meiner Schafe, ist aber ein Problem. Oh, no. Das hat der sich getan. Warte, Papa. Wenn das Glas in einer Minute fertig ist, Justin, gibt's zwei gute Zutaten. Deal? Nee. Dann kriegst du Cola und Cola. Und? Gut, ich zeig's nochmal. Hier ist ein Schaufel dabei. Fünfchen. Hier ist ein Schaufel mit drin. Echt jetzt? Die Cola ist scharf. Die Cola wird langsam scharf. Mein ganzer Hut brennt. Oh, da war ein Schaufel dabei, ja. Oh oh. Ich glaub, Justin hat eine scharfe Cola. Stoßen wir an. Au. Dachte du kurz hier ins Knick. Alter, ich will gar nicht. Auf Johannes! Johannes, dankeschön. Zwei. Eins. Einer steht doch da. Wir noch zwei. Achso, das ist. Wie kannst du das auf einmal so runterschlucken? Papa ist stark. Er ist stark und ich bin Quark. Oh. Emilio macht das Justin mal vor, wie das geht. Oh, das ist scheiße. Oh ja, dann schickt's ruhig für mich auch. Betone Sahne. Hui. Du hast doch gezählt, trink aus jetzt. Ja, geht nicht. Da kriegt man böse Blicke, wenn man hier vorbeikommt. Scheiße. Oh. Das Ding ist fertig mit der Welt. Luis nicht ausspucken. Hab ich nicht. Justin hat keinen Bock mehr. Bäh. Küche, komm mal nach vorne. Nach Johannes. Ich bin aber heute gar nicht dabei. Ich gebe mich jetzt einkaufen mit meiner Schwiegermama. Komm mal nach vorne. Was ist denn los, Johannes? Ich warte kurz, bis ihr fertig seid. Jenny, alles gut. Hör mal auf damit, bitte. Beim Corgi darf der Louis natürlich drehen. So ist es, so ist es. Oh, Johannes! Alter, Johannes! Wieso krieg ich sowas nicht? Dankeschön! So, ich muss einkaufen. Hi, hi, Leute. Alter. Er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Viel Spaß noch, Leute. Ich gehe jetzt erstmal mit meiner Schwiegermutti raus. Bye. Danke fürs Folgen. Und Johannes, danke. Jawohl. Tim! Jawohl. Der Luis darf nochmal am Rad drehen.
Ach, du bist doch gar nicht fertig. Nein. Oh, warum denn nicht? Ja. Ich hab meins schon weg. Mimimi Luisa. Ich geh mal schnell einmal ausspielen. Mimimi Luisa, was ist los? Komm mal mit ins Bild. Schwester, Luis, du schaffst das. Enten für Emilio. Ja, Jenny. Emilio kann ja mal beweisen, wie schnell sowas eigentlich geht zu trinken. Respekt, Justin. Also ich glaube, der hat echt gekämpft. Der wäscht mal kurz den Eimer aus. Da, wo er die ganze Zeit reingeschmuckert hat. Luis hat auch zu kämpfen mit dem Eimer. Ich krieg das Ei und die Jelly Beans nicht gleichzeitig hinter. Einfach nur Mund aufmachen, und weg. Ja, das kommt direkt wieder, Luis. Weißt du, was der Trick ist? Wenn du Flüssigkeit mit Jellybean hast, kannst du versuchen, den Jellybean gleich zu holen. Darf ich es löffeln? Luis, Augen zu und durch, du schaffst das. Luisa, komm jetzt, du hast zugestimmt. Hau rein jetzt. Darf ich es löffeln? Du darfst es einfach mal trinken. Also, ich gebe dir jetzt noch 10 Sekunden. Wenn das dann hinter ist, verdoppeln wir die Dosis. Nein, in das 10. ist unfair. 9. Bitte. Mach. 8. Mach, ich krieg das nicht hin. 7. 6. 5. 4. 3. 2. So, Leute. Geschafft. So wird das gemacht. Luft anhalten und runter. Oh Mann, oder nur neben mir hier kotzen. Das ist nicht gut. Ja, bis nach dem. Okay, war gestern doof. Hat er extra verhindert? Nee. Live gucken doch. Nein, durfte nicht. Ist egal jetzt. Geht auch jetzt gerade gar nicht. Man kann sich aussuchen, wenn ich Sportwagen machen muss, Tim. Ja, kann man. Tatsächlich. Nur bei Justin müssen wir was anderes nehmen, außer Ei. Ei kriegt er nicht runter. Leute, könnt mir doch auch mal was. Justin, wie geht's dir? Könnt mir mal auch was, sagt der Emilio. Ja? Sagt der Emilio, sonst könnt ihr mal was. Mir geht's doch nicht gut. Paul, danke für die Truhe. Er hat Buttermilch. Tim hat einen Sportwagen geschickt. Und Emilio sagt, gönnt mir mal auch was. Tim, du darfst aussuchen. Danach gehe ich den ausspielen. Frohes Neues, Justin, sagt Dani. Dani ist nämlich auch da. Dasselbe. Ist der Große hinten sauer? Ja. Luis, hast du da etwa ausgespuckt? Dann los, Emilio, du darfst. Was denn? Ich habe nur Sportwagen, ein bisschen gespuckt. 5 Sportwagen. Jellybeans, Öl und ein ungerührtes Ei. Mach ich easy. Ja, dann misch dir das mal zusammen. Kam schon? Bist du etwa sauer, Justin, mit dir gefragt? Kam er. Ich glaube, der ist erledigt. Der ist nicht sauer, der ist, glaube ich, fix. Ekelhaft. Es ist, Leute, ihr stellt euch das mal, das ist gar nicht ohne, was wir hier machen. Das ist wirklich hart. Jasmin sagt, gutes neues Jahr, Justin. Mhm. Selber. Gesundes Neues, Kairo. Luis, noch ein Sportwagen? Nein! Er hat einen Sportwagen gekriegt. Er muss 5 Jellybeans, ungerührtes Ei mit Öl. So wie Luis gerade. Er muss dem Luis nicht gerade Buttermilch geben? Luis musste gerade noch Buttermilch. Hat er schon? Ja, hat er schon. Er ist, glaube ich, fertig mit der Welt. Ich lasse ihn doch schon, Leo. Ich habe immer diesen scharfen Jellybean, der brennt auf meiner Zunge. Dann dieses Ei, diese Cola mit dem Schaum, mit dem Dick genau gemischt. Das ist so ekelhaft. Dann hier die ganzen Jellybean-Geschmäcker auch mit raus. Ekelhaft. Wieso legst du die Jellybeans bei mir? Ich will die nicht sehen. Nimm du sie. Nein. Du sollst kurz aufpassen, dass jemand Blödsinn macht und da einen Schlimm noch da wechselt. Das Glas von Emilio ist in wenigen Sekunden leer bestimmt. Das kann sein, Spacey. 1, 2, 3, 4, 5. Chaos Queen, hi. Sie zu, hallo, Chaos Queen. So, dann nehme ich das. Ich habe es richtig gesagt. Ein Ei für... Gerührt oder ungerührt? Ungerührt. Okay. Justin, Lust auf Cola mit Maggi? Auf Cola mit was? So. Mit Maggi? Eine Prise. Schmeckt das? Also mir schmeckt Maggi allgemein nicht. Ich weiß nicht, wie es dir schmeckt, aber ich mag Maggi so oder so nicht. Eigentlich auch nicht, aber komm, weil ich ja so lange gewartet habe, trinke ich das. Eine Cola. Erfrischt ein bisschen. Klar. Ich zu lange vor uns gerade gewartet habe bei meinem Glas. Kann man das ja mal kosten. So. Aber mit normal oder scharfen? Nee, mit normal. Also, es kam nur Maggi, nicht Hot Maggi. Muss ich das dann auch extra?
Na, ist egal. Achso. Oh, riecht nach Öl. Ex nur, wenn du riecht nach Öl. Oder hast, weil das schmeckt. Zeig mir mal. Oder ich will das nicht sehen. Hi, Steven, ich will das gar nicht riechen. Oha, riecht nach Öl einfach nicht. Riecht das doch selber. Ich wette mit dir, in 3 Sekunden ist das schon leer. Und Inko. 1, 2, 3. 3, 2, Emilio, der alles esse. 1. Alter. Weg. Habt ihr das eigentlich gesehen, wie das so flipp weg war? Und die Jellybeans, hast du gekaut? Ich kann die doch nicht kauen mit einem Ei. Ich hab die auch gekaut. Alter, das ich hab euch doch gesagt. Das ist nicht normal, ey. Wenn ihr Flüssigkeit im Mund habt, müsst ihr die gleich runterspülen lassen. Das ist aber 5 Stück auf einmal kriegst du doch gar nicht hier durch. Da war mit einem Ei und Öl. Also Öl rutscht dann. Hast du gut gemacht, Emilio. Alter, das ist nicht normal. Emilio ist nicht normal. Emilio ist einfach nicht normal. Das stimmt nur gar nicht. Nee, Johannes, noch ein Sportwagen, Alter. Für wen ist der denn? Also wenn was für Justin kommt mit Sportwagen, er schafft kein Ei, dann müssen wir eine andere Zutat nehmen. Zum Beispiel Mayo oder so. Nee, am besten Hot Maggi oder Knoblauchsoße. Nee, wir machen doch ohne. Nein, das steht nur nicht auf dem Rad, aber das kann doch auf dem Tisch stehen. Oder Buttermilch. Das ist echt der Wahnsinn, wie alles wegfuttert, Tim. Ja, Luis, let's go. Mann. Nochmal 5 Jellybeans, ein ungerührtes Ei und ein bisschen Olivenöl als Top drauf. Johannes, kann ich bitte ohne Jellybeans machen? Bitte. Emilio trinkt auch 3 Eier ungerührt, ja. Bitte ohne Jellybeans. Nee, das ist ja schon ausgemacht. Das können wir jetzt nicht. Nimm eine andere. Das können wir nicht nachverhandeln. Nein. Wo ist Stanley? Der ist heute raus, Selina? Ich kann das nicht. Gestern war Luis raus, heute ist Stanley raus. Auch die brauchen mal Pause. Ist einfach so. Dean, dankeschön. So. So, Mr. Luis. Das ist das letzte Ei in der Packung. Danach müssen wir neues holen. Luis, nein. Okay. Ach, bitte. Tippen und teilen. Jawohl, Silly. So muss das sein. Tippen und teilen. Mann, du bist gemein. So. Der Luis macht Mimimi. Toni, lass es dir schmecken. Luis, der Dirk sagt ein... Was? Luis, Emilio? Hat doch gerade gezeigt, wie es geht. Ja, aber ich kann doch was nicht. Hau rein, Luis, komm. 1. Schmeckt fein. Ich bin schon wieder runtergefallen. 3. Du musst aber das Glas auch treffen. Ja, ich gebe mir Mühe. Jenny, wir versuchen es nachher nochmal, ja? Die letzte Münze. Habt ihr ihn gefunden? Wo ist denn der? Wir müssen ihn finden, Leute. Der ist ein Tierstück, glaube ich. Ich kann nicht mit unten suchen, sonst bin ich aus dem Bild. Also ich sehe keinen. Jetzt ist vielleicht unser Fernseher. Küche. Ja, dann mach noch einen rein, komm, ist egal. In der Küche steht immer braun, glaube ich. Luis, mach es einfach so wie Emilio. Das kann ich nicht. Ach, das war der Grüne. Das war noch der Schaf? Ja. Nee, das war ein ganz dunkelgrüner. Du musst richtig das Glas treffen. Nee, ist ein extremer. Hier, 5. Achso, das Ei ist noch gar nicht drin. Ist Öl schon drin, ne? Nee, ist noch gar nicht. Aber du bist lange, du warst auch Öl lange. Öl mach ich aber selber nehmen. Rein. So. Nee, Öl mach ich. Hallo, Escher pupst sonst Feuer, wenn er scharf war. Ja, dann geht er ab wie eine Rakete, der Escher. Wenn das ein Schaf wäre, stell ich ihn noch raus. Ja, warte. Ja, dann kommt. Da kommt. Ansonsten haben wir noch ein ganzes Kanister Öl, kein Problem. So, Luis, lass es dir schmecken. Schnick, schnack, schnuck. Hä? Das heißt nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Ihr seid so langweilig, geh doch raus. Du musst uns doch nicht gucken. Tschüssi. Oder, wenn du nicht gehen willst, dann wirst du gegangen. Das war ja. So. Langeweile brauchen wir, brauchst du ja nicht gucken. Ich schaff das nicht. Will Justin noch was, sagt Spacey? Ich glaube, Cola mit Maggi hätte noch ein bisschen Bock zu. Irgendwas Erfrischendes, aber kein Ei. Aber ist eine Cola-Echsen auch so schwer? Cola-Echsen, also das große Glas, wenn die kalt ist, ist das gar nicht so einfach. Das ist schwer, die ist kalt, mega kalt. Sache. Ja, wenn die Schüssel in der... Was macht 3 Zutaten? Eine Perle. Ja, für eine Perle könnte man so ein großes Glas schon ächzen, ja? Nee, das sind 2, das sind Spaghetti-Kuss. Ach so. Wenn ich ein großes Glas ächzen mit Maggi. Mit Maggi? Alter. Was? Alter, das ist wahnsinnig. Ja, wenn ich so lange vor uns schon bei dem Bachelor gebraucht habe. Aber wenn er mit Hot Maggi. Spacey, hast du gehört, was er noch, er will noch was? Er hat noch nicht aber genug. Aber wenn er mit Hot Maggi, Leute. Was für ein großes Glas, das ist sowas? So ein fettig Luis, du gehst aus dem Bild gerade raus. So eins.
Aber warum das doch das Gleiche? Warum ist denn kein Eimer, Mann? I. Bist du sicher, Justin? Vor Schwächen? Bei was? Bei dem Cola Maggi? Ja, darf das lassen? Ist er. Wo ist der Eimer? Hier, willst du einen Eimer jetzt? Ja. Ich hab schon einen Eimer. Lass dir schmecken, Luis. Wenn ich kotze, ist es alles eure Schuld. Ja, genau. Daniel, komm nach vorne, Kevin, ich bin doch schon vorne. Das nimmt dann Echsen, oder wie? Ja. Also mit einmal. Wenn es dann kommt, ja, muss das Echsen. Achso, okay, ich dachte, ich muss es jetzt. Danach nee, noch krieg ich das nie wieder, versprochen, Leute. Kevin, ich bin vorne. Spacey, da ist es. So, schön viel Cola. Kevin, danke schön. Du darfst, glaube ich, zwei Cola und Maggi. Ach, zwei Colas? Ja, ein schönes großes Glas mit Cola und ganz viel Maggi. Fertig. Ganz. Los, Justin, sagt Spacey. Oh nein, jo. Oh nein, ja. Jetzt geht's los. Hau rein. Ich gehe die Gläser mal raus. Erst das Maggi-Chi. Maggi-Chi. Das wird das Glas halt jetzt schon mit Maggi frischen. Ich bin fertig. Was reichst du? Was trinkt Justin jetzt? Also ein großes Glas mit Cola und eine große Portion Maggi dazu. Das ist auch nicht lecker. Lena, danke fürs Folgen. Aber auf Ex, sagt Spacey. Ja, ja, und das muss ich rühren davor noch, oder wie? Rühren darfst du es, ja, ja. Also Justin, komm mal nach vorne, sagt der Kevin. Ja. Ich gebe dir mal ganz nach vorne, sonst kriege ich ganz richtig. Das ist ja Quatsch, das ist bestimmt so eine Kopf-Bedeckung. Jawohl, ein Cowboy-Hut! Jawohl! Kevin, danke schön! Warte mal kurz, bis der schon weg. Noch mehr Cola, Juli? Nö, das reicht. Ich dachte, in der Letzte ist ein kleines Glas nehmen können. Ja, aber trotzdem ist das viel. Ist es jetzt frisch? Das ist genug. Geht das frisch? Nee, eigentlich voll, ne? Ja, dann mach ich's randvoll. Ja, Cola kannst du ruhig voll, musst du voll machen. Okay. Wir haben mich gerade schon gewundert, weil wir müssen alle russische Brot. Ja, nee, das muss schon voll sein. Ja, hier ist halt nur die ganze Zeit jetzt schon wegen Maggi. Ja, das schwimmt oder noch? Ja. Ja, Maggi schon. Na, welches Maggi war denn das? Ist normal. Achso. Ist normal, Maggi. Let's go. Extra so mit Überschäumung. Und das möchte ich jetzt mit Ema hinter, ne? Ja, mit Ema. Aber. Echsen. Ich krieg's dann mit Ema hinter geschüttet, ne? Du hast so. Auf Ex. Achso. Ohne absetzen. Achso, ja, okay, aber ich meine, ich muss das mit Ema hinter. Nein, mit einem Schluck schaffst du das nicht. Mit einem Schluck schafft das keiner. So einen großen Hals hat niemand. Er tut dir leid. Nein, er wollte das ja. Er hat extra gesagt, er macht's. Luis, komm mal nach vorne bitte, sagt der Kevin. Wer? Wer sagt das? Kevin. Was geht ab? Dankeschön. Bei Johannes wäre ich nicht vorgegangen. Justin meint vielleicht schon. Komm mal nach vorne. Oh ne, jetzt komme ich aus der Nase bestimmt. Maggi ist da, ja, ist schon drinnen. Hallo. Ohne Absetzen halt, sagt Spacey. Jawohl, hat er geschafft. Hat er. Oh, ey. Ja, was auf. Kevin! Komm, dreh mal am Rad. Komm, dreh mal. Böse! Das gibt Rache. Ich komm nie wieder vor. Ich will keine Maggis essen. Keine Jellybeans essen. Das war Röps und Wirk zusammen. Maggi! Oh! Einmal Maggi für Luis! Das mache ich höchstpersönlich. Gut gemacht, Justin, sagt Spacey. Wieso ist das hier alles nass? Es ist ein Pechhund für mich. Nee, gib weg. So, einmal Maggi für es Luis. Ist ein Pechhund. Und jetzt ein bisschen. Man nehme Maggi, einen Löffel, mache den Löffel voll, gebe ihn Luis und hab's. Lecker. Oh, nicht, das stinkt. Wie war's, Justin? Cola und Maggi? Boah, übelst anstrengend für mit der Brust und dann kam noch dieser eklige Maggi-Geschmack durch. Ja. Mandy, Maggi ist lecker, also nicht für uns, ehrlich nicht. Oh, wir hassen Maggi. Alles klar, Jenny. Viel Spaß beim frischen Luftschnappen. Luis, komm mal nach vorne, sagt Johannes. Nee. Ja, komm. Will nicht. Trau dich. Sportbank mache ich aber nicht nochmal. Warum nicht? Kannst du das hast, Papa kannst, nicht? Kannst du jetzt nicht mehr sagen. Doch. Naja, Deal ist Deal. Ich mach nicht mehr. Wenn es kommt, musst du. Ich mach nicht mehr. Wenn es kommt, musst du. Jetzt muss ich mach nicht mehr. Ich komm, sag mir Bescheid, wenn ich mich ducken soll. Brauchst du nicht. Oh, Corgi! Johannes! Nein. Jawohl! Jawohl! Escher, du bist mein Glückwunsch! Vampir, dann ist das so. Ich krieg ja mein Glück, ja. Wir kommen klar. Oh ja, Buttermilch! Das ist Mitte, oder? Buttermilch! Papa, ist das Mitte? Das ist Buttermilch. Ja, also ist das Mitte? Ja.
Das Mitte. Nee, das ist Buttermilch. Das Mitte. Nein, das ist Buttermilch. Das Mitte. Nein, das ist keine Mitte. Das ist ein kleines, das ist ein kleines bisschen weiter rüben. Alles klar, Jenny. Ich mach doch. Ey, nee, du machst dich bei dir selber. Gib mir auch. Nein, nein, der Emilio mischt. Ey, ja, du mischst bei anderen. Nein, nein, du mischst bei anderen. Leg mal ab. Hier. So, Leute, 3 Minuten sind wir noch da, dann sind wir raus für heute. Noch 3 Minuten und einmal Buttermilch für den Louis. Ding dong dong, Jenny Linker dong. Ding dong dong. Jetzt hättest du angefangen, dass wir vielleicht wieder so eine Nase rauskommen wollen bei der ganzen Cola. Buttermilch ist wirklich eklig. Ich möchte mal gar nicht. Ich mag das auch nicht. Kampfskampf, was denn immer bei Louis richtig flogen? Was denn nicht? Buttermilch ist ekelhaft, ja. Finde ich auch. Emilio, komm mal nach vorne, sagt der Kevin. Aber bitte nicht für wenn er jetzt eine Maximilian, danke fürs Folgen. Wenn er jetzt einen Hut kriegt, ist unfair. Nee, für Apple nicht. Er braucht eine Ente. Der Mido braucht Enten. Ich verstecke mich mal. Unfair. Damit ich es nicht abkriege. Ja! Danke, Kerl! Jawohl! Weil der Mido kein Mimimi macht. Hab ich doch auch. Ja. Schaff direkt eine Truhe, so wie er. Jawohl. Wir hatten die Truhe reingemacht. Escher, mein Löwe, mein Bär. Warte. Geh mal ab. Johannes, danke für die Truhe. Bedankt euch bei Johannes. Macht ihn das Plus bitte weg. Mein Löwe. Nur das Willing der Trümpel. Dankeschön. Mein Löwe. Luis, komm noch mal nach vorne, sagt der Tim. Oh nee. Er spielt schon mit dem Escher. Komm nach vorne. Komm ruhig in die Mitte. Mein Löwe, mein Bär. Jawohl. Aus dem Weg. Da kommt was. Luis, komm nach vorne. Tim! Jawohl! Tim! Oh Mann, du! Jawohl! Warte, Kevin will auch... Kevin soll auch so... Kevin auch. Okay, ein Korgi haben wir schon mal. Und ein Hutchen! Und ein Korgi. Ich will mal drehen noch mal kurz. Mein Löwe, mein Bär. Die letzten 2 Minuten dreht der Luis noch mal. Jawohl. Und? Senf. Senf. Ich vergesse die ganze Zeit, dass es da kein Glück mehr gibt. Lecker. Der tut dir leid, warum? Tommy, danke für die Truhe. Macht Tommy das Plus weg. Bedankt euch bei ihm. Vielen Dank, Tommy. 17, 13 und 12. Und ansonsten machen wir das anders. Boxhandschuhe, Corgis und Enten. Genau. Und Igel. Und Igel. Igel einfach nicht. Und Hund. Gerne schön. Und Hund. Du brauchst eine Box. Er muss am meisten leiden, der Luis? Nein, sonst bin ich immer der Depp, der am meisten leiden muss. Nee. Heute war es Justin, der am meisten leiden musste. Ansonsten, Jungs, Count up bitte. 10, 9, 8, Corgi, Line. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Da musste ich jetzt eigentlich schon nicht machen. Und Boxhandschuhe nochmal, Line. Jawohl. Guck dich. Johannes. Den Löwen erklären dir gleich die Jungs. Mein Löwen, mein Bär. Für einen Löwen, also ich erkläre es. Für einen Löwen muss der Emilio, der Justin und der Papa und der Johannes den Soßtrüm essen. Was ein Stink. Und ich und Stanley und Chrissy. Ihr müsst dann, achso, soll ich dich erst trinken lassen? Und dann die Harry Potter Jelly Beans, da könntest du es auch vorsehen. Ah. Was ich muss alleine singen. Ich hab trinken, das hätte sonst nicht gesehen, wie du davor stehst. Ach so, nicht drin. Ja, stimmt. Wo. Buttermilch! Das Wer hat ihn gesehen? Ich hab schon. Ja, keiner hat ihn gesehen, du musst aber zu Ende sehen. Wer hat ihn gesehen? Wer will den Emilio, Justin? Ich brauche anderes Glas. Das ist neu. Achso. Papa und Johannes. Alter! Und Johannes? Den stinkigsten Stinkefisch der ganzen Welt essen wollen. Wollt ihr nicht? Nein, 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 nein. Wer war das? Lion Lumpy! Lumpy heißt der, okay? Lumpy, nein. Ich muss am Rad drehen. Buttermilch schmeckt wie vergammelt. Also riecht und schmeckt wie vergammelte Milch. Einfach nur ekelhaft. Senf. Lumpy, damit kann ich leben mit Senf. Aber ist das dick, flüssig? Nee, es ist dünnflüssig, aber probier mal. Die Konsistenz merkst du gleich. Das ist bestimmt nur so körnig, ne? Nein. Nee, ist es nicht. Ich kenne nämlich bloß die mit Geschmack. Oh. Ist aber anders als die normale Milch. Das kann ich mir vorstellen. Und schmeckt ekliger. Ja. Mit dem weißen Urteil, Butter, das ist Justin. Ach, warte mal. Er mag ja schon gar keine Butter, so würde ich das auch nicht mögen. Was hat der Kleine? Der Kleine hat eine Ente. Hallo? Hello. Hello. Achso, ich dachte ich. Enten.
Hello. Oh, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Du musst immer dran denken, wenn du zu lange brauchst, dann kommt gleich noch was. Die also. Leute wollen, dass du länger trinkst. Ente! Lumpi, danke schön. Fies! Julian Witt, bitte Brock, danke fürs Folgen. Und fehlt auch einer, oder? Der Stanley fehlt noch, der ist heute. Hat heute frei. Es ist easy. Mag scharf. Hast Buttermilch. Boxhandschuhe, Lumpi! Du brauchst zu lange. Wer ist Lumpi? Lumpi ist der, der die Boxhandschuhe schickt. Für das hier auch? Ja, jetzt darfst du aber nochmal drehen. Johannes, danke für die Truhe. Bedankt euch bei Johannes. Macht ihn das Plus weg. Mein Katze hat damals Lumpi. Langweilig, aber Danny, der Justin ist extra für den Stanley eingesprungen. Du kannst auch ihn leiden lassen, Danny. Schmeckt gar nicht so schlimm. So. Oh, lecker. Lecker, ne? Buttermilch ist lass lecker. Lass es drin. Halt den Mund zu. Der Luis hat Corgis. Hey, das wisst ihr so, doch. So, einmal noch mal drehen, bitte. Hey, was ist das? Freddy. Wehe. Das ist voll trocken. Das trocknet von meinem Mund. Das ist ekelhaft. Ekelhaft. Wehe. Ekelhaft. Und Mayo. Er mag kein Mayo. Er hat Mayo. Mega. Das ist mein Kumpel, den ärgere ich nicht. Hat er vorher auch gesagt, wenn Dani da ist, der tut mir nichts. Ja? Ich hab's predicted. Und Boxhandschuhe von Lumpi. Warum? Weil er es kann. Stanley hat heute frei, Leute. Guck mal, ne? Ich will da einfach drauf machen. Es gibt Leute, die essen das dann wirklich auf ihre Pommes. Ja. Kreis, danke fürs Folgen, vielen Dank. Das ist lecker. Mal wieso, ne? Warum essen so viele? Ey, Justin hat jetzt auch Welpenschutz bei Johannes. Warum? Das stinkt voll. Das schmeckt voll geil. Ja, das ist schön. Freddy kann gar nicht schicken. Schmeckt mal. Oh, Freddy, riech mal. Das riecht voll sauer. Ich will gar nicht. Das ist jetzt nur ein Spaß. Wie lange seid ihr noch live? Also, bis die Truhen durch sind, er muss noch Mayo und noch einmal drehen und dann sind wir auch raus. Ja, schon wieder gekommen. Der Justin vergisst das Drehen. Und Kaviar. Ach komm, haben wir den jetzt mit Trophy auf. Okay, ich mach das. Nein, Mayo. Ich mach. Hä? Ich Kaviar? Was denn Kaviar? Ich hab einen Kaviar. Boah, das ist ja noch schlimmer. Mach nicht so viel noch. Aber auch das mit drauf. Ja, mach ich doch. Aber warum ich denn nicht Spacey? Ich will auch mal schon werden. Ist der Kleine auf OKTV? Nein, ist er nicht. Das ist der Kleine, heißt Emilio. Ich kann mit Eiern. Das drehen, sonst sieht man das nicht. Das ist ja ekelhaft. Hör auf. Lecker. So eine Eier. Das mit Eier jetzt und das andere halt. Auf Luis, jawohl, Johannes. Auf Luis konzentrieren, ist gut. Ey, noch schnell hauen dann. Ey, Jo, willst du essen? Jenny, nein. Doch, Jenny. Ekelhaft. Benni, dann musst du uns erstmal auf YouTube abonnieren und dann gucken wir weiter. Daniel, wurde es heute verschont? Reicht das nicht? Nein, das reicht nicht. Ich musste trotzdem was essen. Alles gut? Das war Mayo mit Kaviar. Also frag dich, was machst du hier? Warum der Hunger? Nicht dann schauen, runter damit. Genau, und dann, wenn du es runter hast, sind wir auch gleich raus. 1:40 noch, dann sind wir weg. Schieß. Eventuell komme ich nachher nochmal live mit Chrissy. Cringe. Schauen wir mal. Alter. Buttermilch, Maggi und Ei. Lumpi! Lumpi. Der Lumpi lässt den Justin drehen. Ich musste heute nicht so leiden. Nein, das stimmt. Creme fraiche. Creme fraiche. Was frisch? Der ist neu. Nee, Spacey, ich musste schon mehr essen heute. Senf auch und so Quatsch. Buttermilch auch. Das ist aber Schmerz schon. Creme fraiche. Kaviar. Das ist ein Kaviar. Ja, mach das ohne diese Soße, ne? Nein, geh da. Bei das Neue. Ja. Da sind doch Kaviar-Eier drin. Das ist mir das ist ja aus wie das Maxi. Daniel, komm mal nach vorne. Sehr gerne, Johannes. Alter. Was sind hier? Das ist ja, da ist Ei und Milch. Alles klar, mir. Nein, das ist nur Kaviar und Creme. Ich will nicht wieder leiden, nein. Creme fraiche wird flüssig ein bisschen. Das ist mal dick. Ja, das stimmt. Das ist ja auch. Jawohl, Johannes! Das Dankeschön. Ist auch eine Creme. Nochmal Boxhandschuhe, Leute. Papa, du musst ihm mal zeigen. Das ist nur wär voll dick. Creme fraiche ist das. Mach doch mal hinter, aber.
Eimer. Ui. Johannes, keine Truhen mehr. Lumi, Boxhandschuhe. Junge. Was hast du gegen mich? Kennst mich nicht. Der Luis kniet schon auf dem Boden vor Lachen. Ja, na klar. Als Frau, danke fürs Folgen und mir, Mutter, mich. Alter. Ey, langsam mal fühlst du mich echt voraufgehen, ne? Aber du hast aber auch Pech beim Drehen. Ja, Mann, bitte neues. Ja, hier ist ein neues Glas. Nee, halte durch, Justin, sagt Walter. Nimm jetzt einfach die Tassen. Oh je, Buttermilch, das mag er halt nicht. Mach es halt am besten vor der Kamera rein. Ja, mach ich. Buttermilch mag er nicht. Hä? Ja, was mag ich denn überhaupt? Weil kotzen lasse ich dich, sagt Lumpi. Jawohl. Happy New Year. Warum so viel? Ich konnte nicht reingucken. Das war aus Versehen. Ja, du hast bloß gedacht, es täuscht vielleicht durch die Nein, Kasse. Ich habe so gemacht und so, da habe ich nicht... Und Lumpi, der Schweizer ärgert den Sachsen. Nochmal Boxhandschuhe, jawohl. Soll ich das da reinmischen? Ja, ich will das gucken, was es ist. Nochmal so damit. Sardellenpaste, Alter. Was ist das denn? Das ist die Kackwurst. Das hatte ich noch nie. Das ist ekelhaft und schmeckt salzig und es schmeckt und sieht aus wie eine Kackwurst. Soll ich dir zeigen? Lass mich mal schnuppern. Aber ohne zu drücken. Justin kotzt halt auf mit Schicken. Ihhh. Das sieht aus wie Kack. Nee, mach mal auf den Löffel. Das sieht auf den Löffel schön aus. Auf den sauberen Löffel. Hier, der ist sauber. Ja, ich nehme das und dann spiele ich das mit das hier. Genau. Das ist Demeter. Aber du bist nur Ich zeig das mal gleich kurz. Mach nicht so viel. Ich zeig euch mal. Was ist mit dir? Ich zeig euch mal die Kackwurst. Das ist nicht viel, so nehmen wir jeden Tag. Ja, jetzt essen wir den Arm halten kurz, ja? Weil schmeckt der so scheinbar so, wie das Essen. Ich glaube, du wirst den brauchen. Ja, schmeckt's. Nee. Ich hab's mit der Nase getunkt. Ich wollte nur riechen. Jawohl. Ja, das riecht wie so ein Jellybean. Ekelhaft. Hä, wie mache ich das denn jetzt, dass Speide es hinterkriegt? Einmal das? Erst den Löffel und dann gleich hinterher. Kannst du das nicht rein einmischen? Oh, das löst sich nicht ekliger. Auf. Das ist noch ekliger. Das kommt dann im Stück raus. Das löst sich Dani, nicht ich auf. Bin im Team Spacey, jawohl, Johannes. Aber das schmeckt ja dann nicht mehr. Doch, das schmeckt dann immer noch gut. Habt ihr das auch schon mal gemacht? Ja, was denn? Habt ihr das auch schon mal gemacht? Ich muss Kacke essen. Warte einmal kurz. Ich muss Kacke essen. Das ist eine Kacke. Karo, das wird sich ja. Das ist Sardellenpaste. Jojo, danke fürs Folgen. Den schmeckt das, der hat gesagt, das ist lecker. Nee, das ist nicht lecker, Alter. Das ist wirklich nicht lecker. Und nach was schmeckt das? Das ist einfach nur einfach salzig rein, nach Fisch. Das schmeckt nach Fisch. Fisch und Salz. Komm, mach einfach hier, der Eimer ist bereit. Nicht in mein Gesicht, sondern so. In den Eimer. Ich dachte, Staub. Na komm, wir wollen raus, die letzte Truhe ist durch. Ja, reicht doch, wie soll ich das machen? Lumpi sagt, stopp mal, stopp. Lumpi sagt, runter damit, sonst kommen noch mehr. Oh nein. Oh, Alter. Hey. Ja. Oha! Oh Gott, Alter. Oh, was ging daneben? Alter. Ich geh in die Hose. Danke, Neo. Und Fuli, danke fürs Folgen. Alles gut? Es geht nicht mehr. Ach so, der Spacey erpresst dich, Johannes. Oh je. Alles gut? Das war hart. Alles geschmeckt. Oh, der Und dann, Justin geht nicht mehr. Ja. Nein, wir sind auch raus. Alles gut, Lumpi. Nicht schlimm. Alles gut, der wird's überleben. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wir haben die ganze Nacht Flash. Das ist mit der Tasse gewesen. So, Justin, schaffst du es denn nochmal kurz Tschüss zu sagen oder? Ehrlich? Gut. Lass doch einfach mal, Leute. Komm, du musst ja nicht. Nein, keine Kiste mehr, Leute. Johannes, nein, keine Kiste mehr. Wir müssen raus. Ja. Wir müssen raus. Kommst du nochmal? Nur kurz singen? Der singt kann ich nicht singen. Er guckt aber wenigstens ganz winken. Lass doch einfach mal ein. So Leute, vielen Dank für den Support. Morgen 18 Uhr sind wir wieder für euch da. Eventuell bin ich heute mit Christi nachher nochmal live. So gegen 20:30. In diesem Sinne. Denkt immer schön dran. Wollt ihr euch den Arm versauen? Müsst ihr Christi, Daniel und die Kids schauen? Lass doch einfach mal ein Like da oder auch einen neuen Follower. Ciao, Leute. Tschüss.